Hey Leute, hallo und herzlich willkommen. Vorab möchte ich mal ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube seht, habt ihr die Möglichkeit, unten auf einen der beiden Daumen zu drücken. Entweder den Daumen nach oben, was mich natürlich freut, oder auch den Daumen nach unten, freut mich genauso. Denn das bedeutet, ich kann mich irgendwo verbessern. Wenn ihr den Daumen nach unten drückt, dann schreibt mir bitte auch auf, was ich zu verbessern habe, wo ich mich verbessern kann. Denn das Ganze hier lebt und steht mit eurer Mitarbeit. Also lasst die Tasten glühen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem nun folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3 mit eurem Sharuk. Und ich befinde mich hier gerade in einer neuen Aufnahmesession. Es ist jetzt fast eine Woche rumgegangen, deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir eigentlich waren das letzte Mal. Genau, wir wollten uns noch ein paar Compressed, hier verdichtende Schubfischer. Wollten wir uns noch ein paar bauen. Sieht ja gut aus. Wir haben ein bisschen Cobblestone über. Wir haben hier ein bisschen Lava über. Hier brutzelt Iron. Nice. Wir haben Eisen über. Wunderbar. So, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Im Hintergrund läuft keine Musik. Hat den ganz einfachen Grund. In den letzten Videos, wer diese Serie regelmäßig guckt, dem wird es vielleicht aufgefallen sein. In den letzten Videos. Moment, habe ich noch einen Stöcker? Alter, kaum zwei Tage nicht gespielt, schon weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ja, in den letzten Videos war ab und zu mal der Sound weg, dafür Entschuldigung. Aber ja, es ist ganz einfach so gewesen, dass ja, dort war Musik, die ich so nicht hätte laufen lassen können, die ich dort aber trotzdem abgespielt habe. So, wir müssen hier das Feld noch fertig machen. Ups. Gut, so, die Felder sind somit einigermaßen okay. Ich muss mir mal überlegen, da müsste ich eigentlich drin angeln können. So, da ich im Moment noch keinen Rucksack habe, brauche ich diesen Platz hier auch noch. Und wir müssen mal wieder ein neues Laub nachlegen. Das heißt, wir brauchen auch wieder Wetterlinger. So, ihr zwei kommt noch darunter. Aber dann machen wir jetzt als allererstes mal noch ein bisschen Laub, damit wir hier eine regelmäßige Erdquelle haben. Dass wir da drüben die ganzen Felder voll bekommen. So, wie schaut's aus? Ah. Schwupp, da ist er weg. Auch noch ein paar. Ich fürchte fast, ich bin zu weit weg. Na komm, geh. Gut. Ja, wie gesagt, das sind halt die Grundvoraussetzungen, die man so machen muss, wenn man Sky Factory spielt. Man muss erstmal ein bisschen Erde haben, damit man hier drüben Essen machen kann, tonnenweise. Ich brauche, wie gesagt, auch noch ein bisschen Laub, beziehungsweise eher ein bisschen Erde. Ja, das soll erstmal reichen. Da hat er jetzt erstmal ein bisschen was zu tun. So, du kannst weg und du kannst weg. Genau. Wie viel Erde haben wir denn jetzt? Liegt noch was?
Ich sollte vielleicht mal nachschauen. Ich habe noch ein Emerald. Wie viele habe ich denn? 6 Stück. Markt. So, ich sollte mal nachschauen, ob ich mir einen Markt bauen kann. Sollte eigentlich machbar sein. Ah, okay. Stimmt, das sollte ich auch noch machen. So, Wolle in die Mitte. Du außen rum. Dann ein Emerald. Das sollte den Markt geben, genau. Die erste Art von Markt. So, den kann ich rein theoretisch hier reinsetzen. Und hier kann ich mir jetzt sämtliche Pam's Harvest Craft Samen holen. Der andere Markt. Da brauche ich Wolle, Planks und Stämme. Also nochmal. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Wolle in die Mitte. 2 Bretter und zack. Und das geht nicht. Warum? Ach, muss rote Wolle sein. Wie komme ich an roten Farbstoff? Oh. Muss mal gucken. Bone Meal. Ach, wir haben ja auch noch gar kein... Okay, vergesst das eben gesagt. Wir haben noch gar keine Wiese. Die ich aber mal so langsam aber sicher anfangen könnte. Da hat es gerade ein bisschen geleckt. Kartoffeln sind auch bald fertig. So. Rottenfleisch kann ich gleich hier rein tun. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier... Ne, hier drüben war's. 33 Stück. Damit können wir einen schönen großen... Eine schöne große Wand ziehen. Gebratenen Stein haben wir auch genug. Damit können wir einen schönen großen Rahmen ziehen, hier um verdichtete Schubfächer aufzustellen. Quatsch, Rahmen, was rede ich denn da? Drei, so. Ja, dann fallen wir halt. So, denn dort können wir jetzt die Eisenbarren reintun. Dann kann ich entweder Eisenblöcke, Eisenbarren oder Eisennugget rausnehmen. Das gleiche machen wir jetzt mit Gold, mit Emeralds, mit Diamanten und. Dazu würde ich mir jetzt gern hier diese diese Drawer rausnehmen. Denn im Moment sind die Drawer das Einzige, was eigentlich noch fehlt. Ups. 90. Der hat gesegelt? Ne, der liegt da hinten. So. Müssen wir hier hin? 4 Stück. Dann brauchen wir noch 4 Eisenbarren. Wunderbar. Sehr, sehr, sehr nice. So, Gold. Redstone. Also eigentlich sollte ich jetzt als allererstes mal gucken, dass ich das hier alles irgendwie verarbeitet bekomme. Hier. So,
So, Nickel. Dann haben wir hier noch ein bisschen Blei. So, ein bisschen was bleibt immer über. Das Schöne ist ja, dass hier alles automatisch durchläuft. Ups. 16 Stack hält der maximal, also 16 Eisenblöcke. Das kann man aber jederzeit erhöhen. Das kann ich erstmal hier reinschmeißen. Die Pfeile. Ich würde das hier noch gern, die drei Kisten noch gerne wegmachen. Das kann ich abbauen. Genau, wunderbar. Pflanzensachen. Sollte ich ja auch irgendwie in der Nähe da hinten von den Feldern aufbewahren. Das kann ich erstmal wegmachen. Acht. Acht. So, dann nehmen wir eine Kiste. Erstmal mit Eisen ummanteln für eine Eisentruhe. Die ist dann, glaube ich, so groß wie wie eine normale Chest. Jetzt haben wir eine Doppelchest. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ihr wisst, wenn ich falsch liege, einfach unten in die Kommentare reinhauen. Die Frage ist, wo stelle ich sie hin? Dahin. So, Pflanzen wäre auch erledigt. Wir haben Nacht, ich gehe schnell mal schlafen. Gut, die Doppelkisten sind auch leer. Dann kann ich hier wegbauen. Oh Scheiße, wohin damit? Ja, mir fällt nichts Besseres ein. Tun wir auch erstmal alles hier mit rein. So, dann kann ich die auch abbauen. Wunderbar. Obwohl, die kann ich eigentlich lassen, aber da kann ich auch. So, wir haben keine Diamanten mehr, wa? Müsste ich auch noch mich um Diamanten kümmern. Verdammt. Aber erstmal tut es auch eine Goldchest. Weil das Schöne an diesen Truhen ist, die kann man nachträglich auch noch upgraden. So, dann haben wir hier mehr als genug Platz, um Zeug drin zu lagern. Und hier können wir auch noch wegbauen. Wir können dort Lagerraum hinmachen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut. Einer ist mir abhanden gekommen. Das passt schon. Warte mal. 20 bräuchte ich da. Genau. So, dann kann ich jetzt hier hingehen. Wieder vier Stück. So, Holzkohle. Lassen wir hier drin. Normale Kohle hatten wir doch auch da. Genau.
So, Prosperity Shards. Das ist normaler Stein. Lage ich den hier oder stelle ich hier jetzt noch einen auf? Hier drüben zum Beispiel. Wo wir normalen. Nee, ich stelle hier noch einen auf. Wo wir no normalen Stein reinlagern können. Warte mal, wie viel haben wir hier noch drin? 24. Gut. Hier war 24 Eisenbahn. Genau. Drei. Wir brauchen aber 5 Stack. So, ein Stack fehlt noch. Quatsch, du kommst hier hin. 4, gut. Was machen wir jetzt? Warten wir schnell oder warten wir nicht? Glowstone können wir schon mal wegräumen. Guck, und hier kann ich jetzt entweder winziges Häufchen Glowstone, Staub oder direkt Glowstone rausnehmen. Bei Redstone auch winziges Häufchen Redstone, normales Redstone oder Redstone-Blöcke. Das gleiche bei Lohnpulver. Dann hätten wir hier auch schon wieder ein paar Reihen frei. Das Schwarzpulver. Mein Feindfreund. Feuerstein. Spinnfäden. Okay, die Spinnfäden gehen nicht in Kisten, das heißt, sie kommen dann in solche rein. Lassen wir die erstmal. Nehmen uns noch ein bisschen Holz. So. 8 Kisten. Reicht für 10. Okay. Haben wir uns hier ein bisschen Platz frei? 3, 4. Denn wir müssen uns jetzt langsam aber sicher auch ein bisschen Gedanken machen um den Lagerraum. Ich meine, später wird es dann sowieso irgendwann auf einem E-System hinauslaufen, wenn wir genug Strom haben. Aber im Moment müssen wir halt noch mit Kisten und Drawern arbeiten. Wobei ich lieber auf Drawer setze. Mit 8 Stück komme ich gar nicht weit. Mache ich mir lieber noch mal ein paar. So. Da haben wir dann 16 zusammen. Okay. Vierundzwanzig. Ne, da kommen wir auch noch nicht unbedingt weit. Jetzt dürften wir einen etwas größeren Bereich haben. Ich bin so doof. Zack, wieder weg. Und tschüss. Ich sollte natürlich auch die Drawer nehmen. So, die mache ich jetzt noch mal
Wie weit sind wir? Bei 27. Das reicht erstmal. Erstmal nur einen machen, der dann hier hinkommt für den normalen Stein. Für den, wie ich ihn gerne nenne, guten Stein. Oh. Nun gut. Dann kommt der gute Stein auch hier rein. Das Bett nervt mich gerade ein bisschen. Weil ich doch sehr viel hier hin und her laufen muss. Stell was hier neben das Wasser. Ich könnte mir das alles hier auch ein bisschen sonniger bauen. Gut. So. Dann könnte ich rein theoretisch hier die 4x4 nach da drüben stellen, wo jetzt die großen sind. Sofern ich sie denn auffangen kann. Emme. Quatsch. Da. Weg mit dir. Gut. Ich wollte eigentlich eine Fackel haben. Eins höher, damit ich hier besser rankomme. Redstone, da wir den regelmäßig brauchen, kommt der hier hin. Genau wie das Gold hier hinkommt. Spinnfäden. Mit Quarz angereicherten Staub. Stone Pebbles. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So. Die Würmlies. Können wir da rein tun? Lorium. Du kannst nach da oben. Boden Shippings. Können wir damit reinschmeißen? Perfekt, dass gerade Nacht ist. So. Glas. Die Stufen kommen auch noch hier. Blei. Okay. Black Dust. Hab ich mir gedacht. Zucker brauchen wir erstmal gar nicht. Flieg, wie du noch nie geflogen bist. Muss ich sowieso noch umbauen. Gut. So, und die Fertigstellung dieses vorläufigen Lagersystems seht ihr dann in einer nächsten Folge. Wo wir... Was machen wir nächste Folge? Ich habe noch keine Ahnung, was wir nächste Folge machen. Aber, naja, ich bin guter Hoffnung, dass wir schon irgendwas Schönes finden. Vielleicht fange ich an und baue mal so die ersten Tierfarmen. Damit wir endlich mal an Fleisch kommen. Ich bin ein alter Fleischesser.
Warte mal. Ich überziehe ein bisschen. Nein, so war das nicht geplant. Ich überziehe ein bisschen. Wir machen zumindest diese Wand noch fertig. Fertig! So gut wie. Bin jetzt echt am Überlegen, sondern. Nee, da habe ich was ganz Besonderes vor. Da habe ich was ganz Besonderes vor. Da brauche ich dann aber noch ein Feld mit. Na komm, wie heißt? Ein Feld mit. Wo man Witchwater herstellen kann. Wie heißt denn das? Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also, ich mache jetzt auf jeden Fall mal eine Pause. Wir hören uns morgen wieder. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten sehr freuen. Leute, wenn ihr den Daumen nach unten kloppt, absolut gar kein Thema. Kann jeder machen, wie er will. Aber dann schreibt mir bitte auch, was soll ich denn bei mir verbessern? Denn nur so können wir den Stream auch ein bisschen voranbringen. Also, wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr natürlich auch gerne auf den Abo-Button drücken. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder, entweder hier auf YouTube oder in einem meiner nächsten Livestreams auf Twitch. Bis dahin, bye bye und tschüss. Tell me that you